Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil der Marisco Video Tutorial Serie. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie das systemische Situationsmodell erstellen. Außerdem besprechen wir die optionalen Schritte der Methode. Bei der ersten Anwendung muss immer der aktuelle Schritt abgeschlossen werden, bevor mit der Bearbeitung des nächsten Schritts begonnen werden kann. Die Schritte 3 bis 7, 13 und 14 bilden eine Ausnahme, da sie bei der Analyse übersprungen werden können. Diese Schritte sind den sozialen Komponenten der sozialökologischen Systeme gewidmet. Es steht Ihnen frei, diese Aspekte in Ihrer Analyse zu berücksichtigen. Wir möchten dies jedoch ausdrücklich empfehlen. Die Ökosysteme sind die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung in Ihrem Bearbeitungsgebiet, einschließlich der Anpassung an Umweltveränderungen. Ihre Funktionsfähigkeit muss auch deshalb gewährleistet sein, damit die lokale Bevölkerung in einer Umwelt mit einer angemessenen Qualität leben kann. Der Mensch ist ein integraler Bestandteil des globalen Ökosystems. In der Realität kommt es in Anwendungs- und Betrachtungsräumen zu komplexen Situationen verschiedener sozialer und ökologischer Systeme, die sich gegenseitig beeinflussen. Sie werden sozial-ökologische Systeme genannt. Daher müssen alle spezifischen Strategien, die vorgeschlagen werden, um einen Wandel und eine Transformation zu erzeugen, auch die Bedürfnisse und Einstellungen der Menschen angemessen berücksichtigen. Andernfalls ist es sehr wahrscheinlich, dass sie unwirksam sind. Besonders wichtig ist es, soziale Konflikte und Gründe für bestimmte Gewohnheiten und Handlungen zu reflektieren. In diesem Zusammenhang muss immer bedacht werden, dass Menschen Teil der komplexen Ökosysteme sind, von denen sie leben und die sie verändern. Als ein Schlüsselelement dieser Systeme verdient das menschliche Teilsystem deshalb eine besonders sorgfältige Analyse. Noch einige Gedanken zu Beginn. Ziel der Analyse soll es nicht sein, perfektes Wissen zu reflektieren. In den frühen Phasen der Anwendung wird ein grundlegendes Verständnis aus gesammeltem und gemeinsamem Wissen entwickelt. Dieses Verständnis wird schließlich im weiteren Prozess, während sich das systemische Situationsmodell entwickelt, und in jeder Phase der Überprüfung überarbeitet. Das Bearbeitungsteam wird erkennen, dass das Wissen in der Gruppe zunächst vorläufig ist und den Boden für weiteres Lernen bereitet. Jedes Element, das in das systemische Situationsmodell integriert wird, stellt eine vorläufige Hypothese dar. Jedes Element kann im Laufe des adaptiven Planungsprozesses validiert, spezifiziert und verbessert oder auch widerlegt und verworfen werden. Wir beginnen die Analyse mit dem Schritt 8, der den Ökosystemen und Komponenten gewidmet ist. Um ein neues Element zu erstellen, klicken Sie hier auf das Plus-Symbol. Es öffnet sich eine Eingabemaske. Hier müssen Sie zunächst den Namen des Elements festlegen. Im Textfeld darunter können Sie den Namen auch in einer zusätzlichen Sprache eintragen, für den Fall, dass Sie in einem mehrsprachigen Kontext arbeiten. Jedes Element muss innerhalb der Klassifikation einer Kategorie zugeordnet werden, damit die Software die Elemente ordnen kann. Es genügt, wenn Sie das Element auf der ersten Hierarchieebene festlegen. In einigen Fällen, wie zum Beispiel bei den Elementen des menschlichen Wohlergehens, umfasst die Klassifikation keine weiteren Hierarchieebenen. Sofern vorhanden, verwendet die Software international anerkannte Klassifikation. Dies erleichtert den Austausch mit anderen Projekten. Die Klassifikation finden Sie auch auf unserer Homepage. In diesem Fall verwenden wir die Ökosystemklassifikation der IUCN. Auf der ersten Hierarchieebene legen wir fest, um was für eine Art von Ökosystem es sich handelt. In diesem Fall um ein terrestrisches Ökosystem. In der zweiten und dritten Hierarchieebene können wir das Ökosystem auch noch genauer zuordnen. In diesem Fall die Kategorie T2, gemäßigte boreale Wälder, bzw. T2.2, Laubwälder in der gemäßigten Zone. In den Feldern Details und Kommentare können Sie weitere Informationen eintragen, die es Ihren Teammitgliedern ermöglichen, ihre Entscheidung nachzuvollziehen. Ebenso können Sie Kennwörter hinzufügen, die später mit Hilfe der Suchfunktion angezeigt werden können. Des Weiteren können Sie Fotos verlinken. Dazu einfach den entsprechenden Link eintragen und per Knopfdruck hinzufügen. Die Erstellung des neuen Elements wird durch das Speichern abgeschlossen. Wie bereits erwähnt, können Sie mit Hilfe der Suchfunktion nach bestimmten Elementen suchen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Elemente zu bearbeiten oder auch zu löschen. Die Elemente werden automatisch ins systemische Situationsmodell übertragen. Um es anzuzeigen, klicken Sie auf diesen Knopf innerhalb des Modells, können Sie sich mit der Maus und dem Kontrollkasten der Tastatur fortbewegen. Eine Besonderheit innerhalb der Klassifikation stellt der Schritt 12 dar. Hier gibt es die Möglichkeit, eigene Gruppen und Untergruppen zu erstellen. Dazu müssen Sie im Menü die Option Andere wählen und können dann Ihren Gruppennamen eintragen. Mit einem Kreuz in dem Kästchen Privat können Sie festlegen, ob der neue Gruppenname für alle Nutzerinnen und Nutzer ersichtlich sein soll oder nur von Ihnen verwendet werden kann.
Im Allgemeinen gibt es keine absoluten Regeln, wie spezifisch ein Element des systemischen Situationsmodells beschrieben sein sollte. Die Empfehlung ist allerdings, die Elemente so präzise und spezifisch wie möglich zu formulieren.